Tati, KFC, komm. Komm, Leute, was geht ab, Leutonge? Mit am Start Bagisch, Tati, Chong. Wir testen heute alle Pommes. Nein. Nein, das ist nicht KFC-Soße. Einfach das pure Essen probieren. Ja. Kein Geschmack. Ja, fehlt Salz. Ja, richtig. Fehlt alles Salz. Aber das sind so Pommes, man weiß nicht warum, man isst die einfach, die sind einfach sehr knusprig. Na gut. Fazit. Also, ist ein bisschen lasch. Ich hab sie noch in den Ofen getan. Knusprig sind sie. Aber geht so. Aber passt schon. Die haben so einen Chicken-Geschmack. Bisschen Salz vielleicht noch. Ja. Das bildest du dir ein, Mann. KFC. Von 1 bis 10, eine 5. Esse ich ungern. 4 würde ich KFC geben. Aber trotzdem esse ich ungern. Warte, Tati. KFC, Pommes, Bewertung. 5. Ja. Schreibt unten in die Kommentare, was eure Lieblingspommes sind. Dann probieren wir mal hier Burger King. Die Hälfte von so vielen Leuten, Burger King, die haben die besten Pommes. Ist ja. So. Stimmt doch echt. Ist echt krass. Ja, schon ein riesen Unterschied. Ja, Mann. Riesen Unterschied. Viel besser. Krustiger. Das schmeckt sogar nach Kartoffel. No. Ja. Das war echt geschmackslos eigentlich. Und haben noch Salz. Also. Ja. Sehr lecker. Burger King. Burger King, gebe ich schon eine 7. Ah, perfekt. Perfekt. Ich habe die 7 schon im Kopf. Perfekt. Ja, 7. Tati? 7. Haben wir hier als nächstes Pommes, Freunde. Ah ja. Die sind ein bisschen dicker. Ist so eine Kette. Gibt es die deutschlandweit? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Auch im Parting und so, mit deren vielen Soßen sind die so ein bisschen bekannt. Glaub aber ich die auch haben sie auch einen dünn. Die Variante gibt es auch einen dünn. Gibt es einen dünn und es gibt auch noch richtig dick. Ja. Das ist echt so. Okay, die sind saftig gefüllt mit Dings. Ja. Saftig gefüllt mit Kartoffelfleisch. Ja. Auch so schön knusprig innen. Schön eine große Fläche, die schön fluffig ist. Erinnert an Kartoffelpüree. Ja, natürlich. Sind die eigentlich bekannt noch für ihre Soßen? Die haben manchmal wirklich mega geile Dips. Die haben 8 Soßen oder so. Ja, genau. Ja, Mann. Ich nehme mir die ein, die gleiche. Mario. Nein, es gibt doch ein paar krasse. Ich nehme mir mal die ganze. Saftige Kartoffeln, oder? Saftige Kartoffeln. Pommes, Freunde. Eine 6. 7. Ich würde eine 6 geben, ja. Also waren die schlechter als Burger King? Burger King ist halt das typische Fastfood. Manchmal hat man so richtig Bock drauf. Also bei denen habe ich 7. Also die sind für mich gleich wie Pommes die. Pommes mache ich jetzt zum Beispiel nicht so. Aber schmeckt gut, aber... Ja, schmeckt schon eigentlich echt gut, aber... Da fehlt zum Beispiel auch das gewisse Etwas. Das Burger King ein bisschen knuspriger. Ja, das Burger King hat es irgendwie, ja, geiler. Du findest auch Pommes, Freund, oder? Aber nur wegen der Dicke, aber sonst sind sie schon sehr... selbes Level. Ja, das ist schon schön stabil, so 6,5 kann man schon geben, ja, ja. Ja, dann probieren wir mal, was ist das hier jetzt? Five Guys, oder? Nein, Pommes Boutique. Wo ist das? Ich kenne die gar nicht. Ich auch nicht. Was ist denn ein Newcomer, oder was? Nein, die wird 10 Jahre Jubiläum. Ich hab die auch noch nie gehört. Mann. Nur krasse Foodblogger wie ich kenne sowas. Nicht diese Fastfood-Leute hier. Alter, ich... Und die schauen schon mal echt nach Pommes aus, oder? Richtiges Gesindel hier. Oh, okay, den Endkloß bringt. Weil er das End gibt, willst du nicht zurück, das nicht. Ich überleg gerade, wie fällt nicht sein. Sag doch mal. Das ist belgische Pommes. Belgisch. Ja, die sind die besten. Belgisch sind echt knusprig. Die sind die besten. Die werden so doppelt frittiert. Ja, ja, gell? Normalerweise sollten alle Pommes doppelt frittiert sein. Doppelt verpasst? Ja, geil. Die sind echt gut, Mann. Die sind sehr gut, Mann. Aber Punktzahl gebe ich eine 8. Boah. Bin echt gut. Sehr gut, ja. Ich bin gerade echt beigefallen. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich doppelt frittierte Pommes gegessen habe. Ich glaube nie. Der ist wie die Fusion von Burger King, Knusprigkeit außen und das Innere von Pommes, Freunde. Ja, nein, die Soße. Boah, 8,5. 8,5. Ja. Ich würde sogar auch fast auf 9 gehen. Schwör, kann man sogar eine 9 geben, eigentlich, ganz ehrlich. Ja. TK-Pommes vom Aldi. Vom Aldi? Also Backofen-Pommes. Das schaut also so richtig dünn aus. Aber warte, hier muss ich ja noch würzen. Alter, was für ein geiler Becher! Aber die sind ja richtig schlecht, Mann. Welche? Die sind halt einfach Backofen-Pommes. Ohne Öl, ohne nichts, oder? Nichts extra drauf. Ja, vorgebacken wahrscheinlich.
Nein, ich meine, du hast nichts extra drauf gemacht. Ja, danke. Das schmeckt richtig latschig, Mann. Ja, das ist ja. Einfach schlecht. Schon minus 3. Ja, wir sind die Schlechtesten, ja, ja. Tun wir nicht in die Wertung, mal. Alt. Wann sehe ich die alten Pommes? Aber die günstigsten. Für jedermann erhältlich, klar. Vor 3 Monaten habe ich den hoch aufgefüllt. Genau die hier. Sticker, ich schwöre. Das schmeckt mir gar nicht. Das sind McDonald's? Oh, McDonald's. Halber. Und das sind Five Guys. McDonald's hat auch dünne. Dein Knusprig? Na, irgendwie mag man die, gell? McDonald's. Die sind nicht so warm, aber irgendwie mag man die. Geschmack, die sind nicht gut. Vom Geschmack sind sie schon gut. Die schmeckt echt nach Kartoffeln und die sind halt weich. Und knusprig. Warte, ich muss kurz was verändern. Oh mein Gott. Was war das für eine Veränderung? McDonald's, krass, McDonald's bei mir Platz. Ja, Rating. Rating Nummer 8. 8 Punkte! Ich gebe 8 Punkte. Du hast dem hier auch 8 gegeben. Ja, die sind auch knusprig. Ja, die waren ein bisschen zu hart. Ja. McDonald's genauso geil. Es gibt ein paar Marken, die haben seinen Kopf gefickt. Die Apple, ja. McDonald's. Früher immer McRib. Oh mein Gott, wie oft hast du von McRib geschwärmt? McRib immer noch zu. Also richtig geil, Schweinefleisch, Scharach und so. 9. Das habe ich Burger King gegeben, 6 oder 7. Das ist ein bisschen zu hart, Mann. Burger King, 7 glaube ich, ja. Genauso wie Burger King. Für McDonald's schon geil. Jeder weiß, Burger King Pommes sind besser. Ich würde dir eine 6,5 geben. Ja, das sind schon geil hier. Nein. Was ist das hier? Five Guys! Five Guys! Let's go! Schauen wir mal. Alter. Die sind mit Erdnussöl. Das sind auch die dunkelsten direkt. Im Vergleich sieht man direkt. Jetzt sehen wir Five Guys. Ganz anderer Geschmack. Heißt aber nicht, dass es besser unbedingt ist. Ja, es ist anderes, mit anderes Öl halt. Erdnussöl. Auf ganz andere Konsistenz. Mit Schale noch dran. Bei Five Guys ist es schon geil mit Schale. Aus eigentlich mit Schale. Oder? Ist halt anders als jeder andere von denen jetzt. Er ist so der Exot unter den Pommes jetzt hier. Ich schmeckt schon echt geil, Mann. Ja, ja, ja. Kann ich nicht sagen, Mann. Das ist also lustig, echt, gell? Ach, lustig. Knusprig. Angelehnt an Insko. Es ist weich. Wieso? Mein Gott, kennst du den Insider-Joke nicht? Nee, was ist das für eine? Erzähl ich dir später. 8,5. Nee, ich finde die schon geiler. Nein. Ich gebe eine 8. Ne, 8, ja. Ich gebe auch 8. Weil ich glaube, wenn die wichtig frisch sind, sind die krass. Und genau wie die. Und deswegen 8,5. Nein, nein, nein. Okay. Einen letzten gibt's noch. Tatis selbstgemachte Pommes. Oh, das schmeckt. Oh mein Gott, Mann. Ich hasse sie echt, Mann. Ich habe echt Angst vor hier. Okay, wie krass sie abgeht, Mann. So viel Pommes, gell? Digga, was hier passiert, Tati? Das nennt man Acrylamid. In zu hohen Mengen führt es zu Kopfschmerzen und so, nicht Spaß. Echt mal schon. Ah, wo vorher haben wir. Ich hab noch welche da, ich muss mal welche machen. Nur wird zu heiß, oder? Aber du kriegst du nicht knusprig. Was ist das? Ich wusste gar nicht, dass man die zweimal frittiert. Das ist einfach schwarz. Das kann man eigentlich doch nur einfach. Normalerweise tust du sofort frittieren bei 140 Grad. Also hält. Ja, du hast doch gar keine Temperatur eingestellt. Ja, deswegen habe ich sie ja blanchiert im Wasser. Aber strukturtechnisch mag ich sowas am meisten eigentlich so. Sehr symmetrisch, eckig. Ja. Ein bisschen verkohlt, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich hab noch oh mein Gott, die erste Pommes, die weiß sind. Das ist echt weit. Aber das Problem ist, ich habe sie ja vorblanchiert im Wasser, aber es geht nicht. Was würdest du dir geben? Die ist endschlecht, oder? Dann will ich gleich rein. Also ich muss noch welche machen. Dann. Vom Inneren echt geil. Okay, Tati kriegt noch einen zweiten Versuch. Aber ja. Pommes. Kartoffeln sind nicht deine Stärke, gell? Nein, ich hab so, Tati, zweiter Versuch. Ganz andere Optik. Ja. Diesmal ist unsere Gesundheit nicht gefährdet. Lach doch mal so. Der sieht richtig soft aus. Ja, der küsst den Knusprig. Ja, aber manchmal sind weiche Pommes auch geil. Ja. Manchmal hat man Bock drauf. Ja, aber die sind halt. Man braucht halt die. Die sind auch richtig kartoffelig. Man braucht die Kartoffelpommes einfach. Das gibt's wirklich. Ja, alle haben sie. Was steht hier? BTC ist momentan 18.000. Ja. Nee, ignorier das, Mann. Okay, Tati, die sind diesmal zu weich, Mann.
Fazit! Ja. Kaut's euch! Ich hab's noch nicht gegessen, ich hab's, weil es zu heiß ist. Also, geschmacklich echt geil, auch richtig schön gesalzen. Aber sind nicht du. Die müssen ein bisschen knuspriger sein. Die kriegst du nicht durch. Die sind nicht durch. Aber die kriegst du nicht durch. Teil. Er sagt zu weit. Ich würde dafür eine schlechte Benotung in der Prüfung kriegen. Ich schwöre, echt ernst mal. Die sind jetzt zu weit, oder? Die sind nicht durch. Die kriegst du nicht knuspriger. Ich sag dir das. Ist ja nicht knusprig. Was ist du? Okay, erzähl. Fazit. Also geschmacklich kann man nichts sagen. Oh, der traut dich doch, Joe. Salz ist auch nicht. Ja, Joe, wir sind knusprig. Aber echt. Nein! Er hat voll Angst bekommen gerade. Von nach deinem. Wieso denn? Nein, das sag ich doch selber. Das ist nicht knusprig genug, halt. Das sag ich doch selber. Sind nicht knusprig genug, aber geschmacklich schon gut. Das sag ich doch selber. Schmeckt eine Zahl. Schmeckt dann am meisten. Schmeckt nach, besser nach McDonald's Pommes. Die schmecken halt nach Kartoffeln halt, richtig. Hey, du musst echt 6 geben, Mann. Nein, nicht normal, gar nicht, oder? Ich muss dir 6. Die würde ich. Ich würde eher die essen anstatt von KFC, muss ich ehrlich sagen. Nein. Das hast du sehr magst du tatsächlich. Nein, das okay, ist. Okay, gib mir deine Zahl. Das ist schmal, Alter. 3. Wenn McDonald's Teil 2 ist, ist es 3. Weil es ist ja tatig, ich erwarte echt schon ein bisschen so. Ja, aber ich brauche auch die Kartoffeln dafür, Mann. Verstehst du? Na, ein krasser Koch schafft doch daraus was geil. Nein, eben nicht. Das schaffst die du nicht. Die sind nicht durch, die waren zu kurz. Schau, die sind viel zu hell. Ja, wenn ich länger drin lasse, sind sie zu hell. Nein, kurz vor dem und das war zu lang, das war zu kurz. Du musst das Mittelding. Oh mein Gott, weil die sind extrem hell und die sind extrem dunkel. Robert, du weißt, ich habe in dem Punkt jetzt. Ja, nein, ich sag nicht. Okay, Gesamtfazit. Was war dein Liebling? Ich muss ehrlich sagen, Five Guys, das ist gleich mein Liebling. Five Guys und Burger King. Aber Burger King, wenn es kalt ist, ist es Katastrophe. Bei mir belgischen Pommes und auch Five Guys. Der Rest ist halt normal gut eigentlich. Platz 1, die hier, echt geflasht. Belgische. Ja, Mann, du hier hat Horn gebracht, von unten nach oben. Die und danach, die hier und Burger King Pommes, die mag ich halt sehr. Ja. Wie gesagt, ich habe gerne allgemeine Runde die Frage, welche Pommes esst ihr am liebsten? Das war's von uns heute. Ihr wisst Bescheid. Kauft Bitcoin. Schaut den Stream an. Leute, DFI-Börn, ich sag's euch. Kauft mal. Oh mein Gott, DFI-Börn. Check die Blogs ab.